Frozen Joghurt, Soft Eis, Sorbet oder ganz normales Eis? Die Auswahl ist in diesem Sommer so groß wie noch nie zuvor. Aber welches Eis ist eigentlich das Beste, das Leckerste und das Gesündeste? Meine Kollegin Claire Oelkers und Profikoch Timo Hinkelmann machen für Sie den ultimativen, vielen Dank, Eischeck. Unsere Kandidaten, die 5 beliebtesten Eissorten Deutschlands. Klassisches Speiseeis, Sorbet, Frozen-Joghurt, Softeis und türkisches Eis. Wir testen in den Kategorien Kalorien, Geschmack und Preis. Galileo-Reporterin Claire Oelkers hat als Unterstützung Koch Timo Hinkelmann dabei. Kandidat Nummer 1, das klassische Speiseeis aus Italien. Immer dabei die Grundzutaten Milch, Zucker und Sahne. Fast 8 Liter davon essen die Deutschen im Jahr. In der italienischen Eisdiele gibt es eine Kugel Speiseeis ab 1,20 Euro. Claire möchte wissen, wie die kühle Nachspeise entsteht. Hier im Keller bereitet der Eiskonditor die Sorten ganz traditionell zu. Das ist ein Pasteurisierer, wo die frische Milch und die Zutaten wie Zucker, Sahne, unterschiedliche Zuckerarten hochgekocht wird. Ist immer in Bewegung mit einem Rührwerk und wird dann automatisch dann runtergekühlt und hält die konstante Temperatur von 5 Grad. Das ist also die Grundlage für alle Speiseeissorten. Ab damit in die Eismaschine. Die läuft, dann setzt irgendwann die Kühlung ein und der Spatel, der sich da drin, der kratzt immer ganz fein das Eis zusammen und arbeitet auf die Dauer einfach Luft und Volumen drunter. Und dadurch entsteht natürlich die Cremigkeit im Eis. Aha, also die Cremigkeit im Eis ist eigentlich Luft. Wie das luftige Eis schmeckt, wollen Claire und Timo natürlich probieren. Ich nehme eine Kugel Pistazie mit Meersalz in der Waffel. Italienisches Speiseeis serviert man am besten bei einer Temperatur von minus 12 Grad Celsius. Dann hat es die beste Konsistenz. Warum hat das Milchspeiseeis so eine Festigkeit, ja, dass man so eine perfekte Kugel formen kann? Ja, gut, das liegt natürlich zum einen an den Zutaten. Also wir haben da drin Milch, Sahne, Eigelb, Zucker und eine Prise Salz. Das Ganze wird dann bei minus 8 bis minus 12 Grad gehalten. Und dann ist es halt nicht zu fest, aber noch schön cremig, fluffig und dann kann man es halt noch schön formen. Das Eis hat einen hohen Fettgehalt durch Milch und Sahne. Aber die sind natürlich auch Geschmacksträger. Der Geschmack ist super, nicht zu süß, ist mir persönlich wichtig. Ne? Also wenn ich irgendwie so Eis esse und dann da irgendwie schon merke, so auf der Zunge ist einfach zu viel Zucker. Mh. Also meins ist auch richtig schön cremig, sämig. Die Frucht steht da voll im Vordergrund. Sau lecker, mehr kann ich nicht sagen, einfach nur geil. Aber 100 Gramm Speiseeis haben ca. 200 Kalorien, also mindestens 100 pro Kugel. Das Speiseeis vom Italiener haut bei den Kalorien ziemlich rein. Hier vergeben wir nur einen von 3 Punkten. Der Geschmack überzeugt auf ganzer Linie. 3 Punkte. Für den guten Preis bekommt das Speiseeis ebenfalls 3 Punkte. Macht insgesamt 7 von 9 Punkten. Das ist nicht gerade Diät, was wir hier betreiben. Nee, aber wenn du willst, können wir gleich noch Sorbet futtern gehen. Ist auf jeden Fall die gesündere Alternative, sag ich mal. Wollen wir? Okay. Also auf zu Kandidat Nummer 2, dem Sorbet aus Frankreich. Angelehnt an das arabische Erfrischungsgetränk Sarba machten die Franzosen im 17. Jahrhundert eine gefrorene Nachspeise aus Obst, Wasser und Zucker. Was ist das Besondere an Sorbet? Es ist quasi ein Fruchtpüree, wird mit Läuterzucker angemacht, wird mit ein bisschen Frische gearbeitet. Und lässt sich ganz leicht selber machen. Hauptzutat ist frisches Obst. Dann Zucker im Wasser aufkochen und abkühlen. Die Substanz nennt sich Läuterzucker und ist frei von harten Zuckerkristallen. Für ein cremiges Sorbet Obst und Zuckerwasser pürieren. Dann die Flüssigkeit in den Kühlschrank stellen. Nach 3 Stunden ist das Sorbet fertig. Typisch für Sorbet, es ist besonders fruchtig, da es aus frischem Obst und nicht aus Aromastoffen besteht. Und es enthält weder Milch noch Sahne, hat also nur 110 Kalorien auf 100 Gramm und 0 Gramm Fett. Wow, danke schön. Schön, sehr gerne. Oh, das ist so ganz sanft auf der Zunge. Ich
Ich würde fast behaupten, dass ich das gerade ein bisschen lieber als so ein Milcheis esse. Siehste. Und man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt hier so ordentlich Kalorien in sich reinschiebt, nee, oder schlechte Inhaltsstoffe, weil es ist ja hauptsächlich natürlich. Genau. Jetzt kostet so eine Kugel 3,50 Euro. Ja. Wenig Kalorien und guter Geschmack. Dafür geben wir jeweils die vollen 3 Punkte. Der Preis ist höher als beim Speiseeis, daher gibt's nur 2 Punkte. Macht insgesamt 8 von 9 möglichen Punkten. Wenig Fett bietet auch Kandidat 3 aus den USA, Frozen Joghurt. Hier ist der Laden? Yes. Und hier ist was los. Ich glaube, das ist hier alles so selbstbedienungsmäßig. Ja, da vorne sind die Zapfhähne. Ja, genau. Hier kann jeder seine Portion am Automaten selbst zapfen. Aber wie sieht's auf der anderen Seite der Maschine aus? Die Herstellung ist ziemlich simpel. Man mixt Joghurt, Milch und Zucker. Wer eine Eismaschine hat, kann das auch zu Hause machen. Der Kühlvorgang dauert dann 25 Minuten. Die Profimaschine braucht dafür nur wenige Sekunden. Für den stolzen Preis von 3,20 Euro sind beim kleinen Becher 3 Toppings inklusive. Je nach Toppingwahl haben 100 Gramm Frozen-Joghurt ca. 160 Kalorien. Ich mag ja an Frozen-Joghurt, dass man sich das beliebig mit Toppings kombinieren kann. Mhm. Und dass vor allen Dingen auch immer frische Früchte mit im Spiel sind, das mag ich. Aber so gefrorener Joghurt, muss das nicht viel weniger Kalorien dann enthalten, wie jetzt so ein klassisches Milchspeiseeis? Definitiv. Also der ist natürlich auch ein bisschen gesüßt, das schmeckt ja, der Naturjoghurt hier. Aber dadurch, dass man natürlich bei der Topping-Auswahl sich entscheiden kann, ein bisschen Früchte mit dazu zu nehmen, ist auf jeden Fall die gesündere Variante zum normalen Speiseeis. Die Punktebilanz, Kalorien und Geschmack liegen im Mittelfeld. Der Frozen-Joghurt bekommt hier jeweils 2 Punkte. Preislich müssen wir allerdings tiefer in die Tasche greifen. Da gibt's nur einen Punkt. Macht 5 von 9 Punkten. So, sag mal, kannst du noch? Ach, bei mir passt noch ein bisschen was rein. Kandidat Nummer 4, das Softeis aus England. Hauptzutaten? Milch und ganz viel Zucker. Erfunden hat das Softeis eine englische Forschergruppe im Jahr 1948. Jetzt ist es der kalte Dauerbrenner bei Fastfood-Ketten. Wir hätten gerne das Softeis. Was meine? Damit das Eis so cremig wird, presst es eine Maschine mit Überdruck durch einen Zylinder. Die beste Temperatur liegt bei minus 6 Grad. Ist es kühler, verliert es die weiche Konsistenz. Probieren wir mal. Ja, cheers. Okay, warte, mein erster Löffel. Das ist so süß, ne? Ja. Ist das Popcorn salzig oder auch noch süß? Das Popcorn ist auch noch süß. Okay. Eine echte Zuckerbombe. Denn Softeis hat die gleiche Menge Zucker wie Cola, ca. 10 Gramm auf 100 Milliliter. Dafür hat Softeis weniger Fett als normale Speiseeis. Die Bilanz? 100 Gramm Softeis enthalten über 200 Kalorien. Claire und Timo zahlen für ihre Portion rund 2,90 Euro. Macht in der Kategorie Kalorien einen Punkt. Geschmacklich konnte das Softeis nur Timo überzeugen. Das gibt 2 von 3 Punkten. Und es ist nicht gerade billig. Hier vergeben wir 2 Punkte. Somit liegt das süße Softeis mit 5 von 9 gleich auf mit Frozen Joghurt. Weiter geht's im Eischeck. Und zwar mit dem Exoten Maraş-Eis aus der Türkei. Basiszutaten hier: Ziegenmilch und Pulver einer Orchideenwurzel als Verdickungsmittel. Claire und Timo besuchen ein türkisches Bistro. Die abgekochte Ziegenmilch und die Orchideenwurzel werden miteinander über 2 Stunden verrührt. Erst dann passt die Konsistenz. Auf den ersten Blick sieht es aus wie normales Speiseeis. Aber kein Löffel, sondern Messer. Ach was? Gabel. Okay. Messer und Gabel? Ja. Maraş-Eis hat eine sehr feste Konsistenz. Serviertemperatur minus 25 Grad. So. Das ist sehr, fast schon zäh, ne? Es ist super zäh. Ja. So, ich probier mal, ne? Mach mal. Mmh. Das ist interessant, man muss richtig drauf rumkauen. Ja. Eine Portion kostet 4,90 Euro, also ziemlich viel. Und der Geschmack? Ich find's mal was Besonderes. Weißt du, was mir gefällt? Dass das Ei nicht direkt wegschmilzt. Ja. Das nervt mich beim italienischen Eis, ne?
Mit 186 Kalorien pro 100 Gramm ist das türkische Eis nicht gerade leicht. Einer von drei Punkten. Der Geschmack kommt gut an, ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Zwei Punkte. Mit 4,90 Euro ist der Preis ziemlich hoch. Einen Punkt. Das türkische Eis erreicht 4 von 9 Punkten. Bei unserem Eischeck gibt es einen klaren Sieger, das Sorbet. Auf dem zweiten Platz das italienische Speiseeis. Platz 3 teilen sich Frozen-Joghurt und Soft-Eis. Platz 4 belegt das türkische Eis. Und die persönlichen Favoriten? Ich bleibe weiterhin bei meinem italienischen Speiseeis, All-Time-Favorite. Ich bin Sorbet-Liebhaber. Einmal Sorbet. Immer Sorbet. So ist es. Für immer Sorbet. Ja, genau. Komm, dann essen wir noch eins. Alles klar, los.